Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's mal wieder, euer Monty. Nach meinem Unboxing-Video des SC450 samt Zubehör, was ihr unten anklicken könnt, folgt nun der Vergleichstest zwischen dem T-Bone SC450 USB und dem SC440 USB. Viel Spaß dabei! Hier habe ich einmal die wichtigsten technischen Daten des T-Bone SC450 USB aufgelistet. Charakteristik breite Niere ist klar, Frequenzbereich 20 bis 18.000 Hertz, Ersatzgeräuschpegel 10,3 dB, Grenzschalldruck 126 dB, Gewicht 492 Gramm, die Spinne nochmal 195 Gramm und das Ganze nimmt in Stereo auf. Im Folgenden natürlich auch noch die technischen Daten des T-Bone SC440 USB, Charakteristik natürlich hier auch breite Niere, Frequenzbereich 20 bis 18.000 Hertz. Ist identisch. Ersatzgeräuschpegel 18 dB, deutlich höher als beim 450. Grenzschalldruck 125 dB, quasi gleichwertig. Und das Gewicht mit 369 Gramm, deutlich leichter. Dieses Mikrofon nimmt allerdings nur in Mono auf. Und nun ein Vergleichstest der Tonqualität der beiden Mikrofone aus verschiedenen Entfernungen. Natürlich sind alle Tonspuren unbearbeitet. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC450 USB aus 2 cm Entfernung. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC450 USB aus 10 cm Entfernung. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC450 USB aus 10 cm Entfernung mit eingeschaltetem Low-Cut-Filter. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC450 USB aus 20 cm Entfernung. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC440 USB aus 2 cm Entfernung. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC440 USB aus 10 cm Entfernung. Dies ist ein Mikrofontest mit dem T-Bone SC440 USB aus 20 cm Entfernung. Und gibt es nun einen Sieger? Ich sage nein, da die beiden Mikrofone ja auch preislich deutlich auseinanderliegen mit ca. 40 Euro. Was definitiv auffällt im direkten Vergleich ist, dass das T-Bone SC440 deutlich belegter klingt und die Höhen nicht so ganz rauskommen. Was mich aber beim 440 am meisten störte, war die Tatsache, dass die Empfindlichkeit recht gering ist. Als Beispiel nenne ich hierzu den 20 cm Test, den ich mit 0,95 bei Audacity ausgepegelt hatte, was enorm hoch ist. Man muss also bei diesem Mikrofon immer relativ nah dran. Das ist beim 450 anders. Der 20 cm Test, den hatte ich mit 0,7 ausgepegelt. Wen es also nicht stört, dass er immer relativ nah ans Mikro muss, der kann natürlich bedenkenlos zum 440 greifen. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit diesem Mikrofon. Dann noch eine kurze Info zum Rauschverhalten. Natürlich rauschen diese Mikrofone im Verhältnis zu XLR-Varianten relativ stark, aber das lässt sich eigentlich mit allen möglichen Programmen relativ problemlos entfernen. Von daher stört es mich nicht. Unterschiede im Rauschverhalten habe ich so gut wie gar nicht bemerkt. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und die Kaufentscheidung etwas leichter gemacht. Wer also etwas weniger Geld zur Verfügung hat, kann bedenkenlos zum SC440 greifen. Für 100 Euro gibt es das SC450, was meiner Meinung nach schon deutlich besser klingt. Hiermit verabschiede ich mich dann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst möglichst ein Abo da. Ich wünsche euch alles Gute, euer Monty. Bis dann.